Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir haben eine Goldkarte, die setzen wir gleich mal ein. Schatzraum und Boss machen wir ein One sozusagen. Was ist das denn für ein fürchterlicher Raum? Jetzt ist er gar nicht mehr fürchterlich. Oh, nice. Das war alles, dafür habe ich die Schlüssel ausgegeben. Okay. Nehmen den Finger mit. Ich bräuchte mal wieder ein paar Schlüssel jetzt. Nee, die ganze Zeit schießt. Ist das wahrscheinlich schon ein bisschen nützlich, um etwas mehr Schaden zu machen. Habe ich hier nicht eben einen Schlüssel gehört? Ich brauche Schlüssel. Ich brauche unbedingt Schlüssel. Verdammt, ich muss dich freilassen. Keine Möglichkeit, die irgendwie zu sehen. Die Münze hole ich mir. Hier lang. Was, da ist noch eine Bombe? Hier hin. Das sind alles die mit Hoppla. Mit einem Charger im Bauch. Ich würde sagen, wir öffnen aber auch wieder den Shop. Das könnte interessant werden, den Senden. Auf jeden Fall nehmen wir den und den. Oh halt, wir haben hier bereits einen. Gut, weiter geht's Richtung Boss. Hey, ja, geh dahin, in meine Richtung. Ich muss nach oben. Richtung Secret Room. Und von dort kann ich mich auch etwas, zumindest um einen Raum herum hobeln. In zwei Räume sogar. Achso, ich habe hier den Burnt Penny, deswegen kommen da Bomben. Das ist gerade schön. Dann müssen wir nur noch mal machen und es zum Haus schaffen. Ja, wozu würden wir sogar zum Boss verschaffen? Aber den mache ich wohl eher nicht. Ach ja, und wo müssen wir danach hin? Okay, Chest oder Darkroom ist egal. Und Delirium haben wir auch noch gar nicht gemacht. Natürlich, das ist die blaue Marm, die ich nicht mag. Muss man natürlich nicht die ganze Zeit treffen. Machen die Marm gebufft? Da hat die schon immer so wenig Schaden genommen. Nehme ich irgendwie so vor, dass die ein bisschen mehr aushält. Ich glaube, das Auge hält immer noch am wenigsten aus. Auf jeden Fall taucht die Hand nicht mehr auf. Selbst wenn ich vor die Tür gehe, taucht sie nicht mehr auf. Ich frage mich, ob die den Move rausgepatcht haben. Gleich haben wir sie. So, ich nehme das Polaroid. Ich schaue beim Teufel vorbei. Abaddon und Brimstone. Aber da ich mit meinen Sensen gerade sehr glücklich bin, nehme ich Abaddon. Aber obwohl... Das... ist doch verlockend. Natürlich wäre besser gewesen, wenn ich zuerst Brimstone genommen hätte. Die Güte, wir haben so eine hohe Tiersrate. Ich merke gerade, wir haben einen neuen Chargebar. Jetzt fällt es mir gerade auf. Ich habe gedacht, das wäre nur für Monster so, aber... Die werden wir mal alle in die Luft sprengen. Irgendwas an mir ist magnetisch, hoppla. Den benutzen wir gleich mal.
Nee, ich will nicht. Die nächste Ebene. So. Wo ist der Boss? Jetzt müssen wir ja nur noch den Boss finden, sozusagen. Hoppla. Lasst mich frei. Nö. Ich will zum Boss. Sieht gut aus, dass wir mal wieder den Hasch erreichen. Möchte ich hier nicht versagen. Ist hier irgendwas unter... Ne, ist nichts unter Tage. Hier ist der Boss. Oh, cool. Dass ich das so Ressource hoch. Der Boss ist neu, den kenne ich noch nicht. Sieht aus wie ein Mega-Job. Oder ist Fistula? Ich frage mich, ob das ein gemoddeter Boss ist. Hilfe! Hörst du jetzt mal auf damit? Ich bin langsam zu krass. Hätte mich nicht wundern, wenn der Boss gleich zu Chop wird. Ja, also doch. So eine Art Kombination aus Chop und Fistula. Ja, das werde ich bestimmt mit Leviathan. Ja, wusste ich's doch. Ja, Flügel. Nee, davon brauchen wir nichts. Oh, Clara. Ist noch zu früh, dich zu füttern. Plastik heißt. Moment mal, wo hab ich die neuen Seelenherzen her? Ach so, bestimmt, weil ich Leviathan wurde. Ich nehme die Fake-ID trotzdem mal mit. Obwohl, das nächste Mal lasse ich sie liegen. Wenn ich die versehentlich benutze, dann komme ich bestimmt nicht mehr weg. So. Tara. Muss das jetzt sein? Hilfe. Was zum Wieso ist der eben kaputt gegangen? Sie ist ja süß, aber sie bringt mich manchmal um den Verstand. Boss, wo bist du? Hey, mit dem Finger kriege ich die Kackhäufchen kaputt. Super, dass ich so viele Schlüssel kriege. Der Hasch wird überhaupt kein Problem sein. Ich meine, zum Hasch zu kommen. Wir können auch jede Menge Gesundheit deswegen. Das gefällt mir weniger, dass wir das jetzt aufgesammelt haben. Aber okay, wir sind ja in der Regel relativ weit weg. Wieso greife ich die an? Die nehmen noch keinen Schaden. Die da muss ich angreifen. Fix. Ich find's klasse. Nochmal. So. Hey, da ist ja ein Portal. Tempo-Wins nehme ich einfach mal mit. Als ob man nicht irgendwo eine Blutbank gebrauchen kann. So. Was ist das mit Augen? Gut aus. Bobswim, wieso machst du jetzt gar nichts? Jetzt. Gott sei Dank, da war doch ein Gegner. Ich habe ihn nicht ordentlich sehen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, das Hardburn war vorher ein gemoddetes Item. Das ist jetzt anscheinend ein richtiges Item geworden. Also eins, das das Spiel übernommen hat. Das ist ja auch ein gutes Item. Eine gute Idee. So. Zum Teufel kann ich trotzdem noch gucken. Krampus. Mit einer Lamp of Coal. Und wenn es Krampus hätte, macht ja gar nichts.
kann ich rerollen? Ja, genau das möchte ich eigentlich weniger, denn wenn ich sterbe und mit Judas habe ich bereits alles freigeschaltet. So, jetzt kann ich mal einen Schluck trinken. Wieder ein Curse of the Blind, Mann. Es wird eine Weile dauern, das alles einzusammeln. Hier sind wir natürlich, könnte eine ganz gute Pille sein, Karte sein. Gut, jetzt erstmal die Schatzräume. Klar, jetzt weiß ich leider nicht, was was ist. Okay, das ist gut. Dann werde ich beim anderen die untere nehmen. Das ist auch gut. Hey, Moment, das funktioniert ja gar nicht mit dem Stone. Schade. Das wäre zu gut gewesen. Wir haben genau 7 Münzen. Klasse. Ich meine, brauchen wir nicht. Was macht denn der? Na toll, keine passiven Items. Allerdings können wir noch das hier machen. Schon wieder ein aktives Item. Och. Tja, ich schätze, das war's. Ich muss gerade mal meine Finger entknoten. Das Gefühl ist, wir werden stärker, je mehr Gegner wir besiegen. Das heißt, je mehr Gegner und da sehr viele Gegner hier beim Haschfight kommen, dann werden wir wahrscheinlich insane. Hey, wieso hast du diesmal nicht gezielt? Mal los. Natürlich muss ich jetzt aufpassen, mich nicht so sehr treffen zu lassen. Immer wenn aufgeladen ist, lassen wir los. Oh Gott, geht das schnell. Andere Richtung. Sagen wir, Wayne hilft mal mit. Vergifte ihn und alles. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir gerade besonders viel Schaden machen. So, jetzt. So. Arschkopf her. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen auch die Ätzen hinzu. Das sieht so klasse aus. Ey, die Güte. Dieser Pudertel. Die Hände vom Controller genommen. Das war ein tödlicher Fehler. Guckt euch an, wie das aussieht. Gut, damit kann ich arbeiten. Okay, Moment mal. Ich krieg ja überhaupt keinen Damage Up mehr für Kills. Hat der jetzt einen Soft? Oder was? Funktioniert das nicht mehr? Wieso kommen die denn jetzt von da? Okay, jetzt muss ich den Weg finden. Da ist ein Weg. Da ist ein Weg zwischen den Tränen, zwischen den Bullets. Vielleicht zählen die Fliegen auch nicht. Muss der jetzt... Die sind überhaupt nicht gut. Hier komme ich nicht raus. Gut, hier ein toter Winkel zu sein wenigstens. Ah, gut, dass wir einen toten Winkel gefunden. Jetzt hör doch mal auf mit den Dingern. Ich meine, wir haben unsere eigenen, aber sie funktionieren nicht mit Brimstone. Oh, verdammt, jetzt fängt Hasch damit an. Und wieder. Ich hab einfach genug von Transcendence Tears. Jetzt kommen sie von oben. Du warst noch nicht fertig mit deinen Transcendent Tears. Das machst du schon in der nächsten Bullet Tail. Shit.
Auch schon wieder. Das gibt's nicht. Ich schieße einfach mal. Ich treffe sogar. So. Meine Güte, meine Framerate eben. Jetzt ist das Heartburn wieder da. So. Jetzt kommen sie bestimmt gleich von oben oder unten. Das war's. Komm heraus! Ich hasse es, wenn er sich versteckt. Kann man nichts anderes machen, als sie ausweichen. Oh, natürlich habe ich mich also treffen lassen. Komm, ich hab's fast geschafft. Oh nein, 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 nein. Oh, das war so klar. Das war so klar. Und Judas, habe ich das schon. Aus dem ist nur noch zwei schwarze Herzen. Ja, ich probiere es einfach nochmal. Weil wir haben wenigstens Delirium noch nicht mit Judas, aber das wird wahrscheinlich nichts. Wenigstens haben wir es mal wieder zu fast geschafft. Der und seine verdammten Transcendence Tears. Meine Güte, wie viel Schaden haben wir hier? Okay, der hat mich jetzt gerade so abgelenkt. Dann war ich irgendwie durcheinander, weil das Blatt die Last sich nicht mehr aktiviert hat. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass ich das mit nur einem Herz schaffe. Ich habe zu wenig Übung inzwischen in diesem Spiel. Ich hätte doch die Sensen behalten sollen. Die sind doch nützlicher für den Hasch. Jetzt habe ich halt leider auch mein Dings nicht mehr. Ja, ihr wisst schon. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Eine gute Übung ist es allemal. Und hopp. Oh nein. Das war's. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.